Espresso. Einen wunderschönen guten Morgen zum heutigen Wissensquickie für dich. Wir sprechen darüber, ob es wirklich so sinnvoll ist, eine Katze phosphorarm zu ernähren, also sprich fleischarm zu ernähren, wenn sie eine Nierenerkrankung hat. In der Regel wird ja dann ein spezielles Diätfutter empfohlen, was sehr phosphorarm sein soll. Denn das böse Phosphor, das wird die Nierenerkrankung voranschreiten. Ergo hat die Futtermittelindustrie ein Futter herausgegeben oder diverse Futter herausgegeben, in denen wir, ja, was ja Sinn macht, angepasste Calcium-Phosphor-Verhältnisse finden. Und das ist auch in Ordnung, ist völlig in Ordnung. Aber die Katze kann aus ernährungsphysiologischer Sicht zum Beispiel mit Getreide überhaupt nichts anfangen. Und das findet sich en masse in diesen Präparaten, in diesen ganzen Mitteln, die da auf dem Markt sind und die dir weiß machen, das ist jetzt das Nonplusultra für deine Katze. Und gerade wenn deine Katze in einem der Anfangsstadien einer CNI sich befindet, das heißt, du hast jetzt eine Diagnose, aber sie frisst gut, sie sieht gut aus, sie hat überhaupt keine Symptome, kein Erbrechen, keine Übelkeit, keine Abmagerung. Warum soll man sie dann in Anführungszeichen getreidemäßig ernähren mit nur ein bisschen Fleisch? Also ich sag mal mit einem Hauch von Fleisch darin. Hier wäre jetzt eher der Fokus darauf zu setzen, dass du hochwertige Proteine fütterst. Und hochwertige Proteine sind für die Katze und für ihre Nieren das A und O. Und das findest du in Muskelfleisch. Also das heißt, das Futter, das dann meine Katze bekommt, sollte einen hohen Muskelfleischanteil besitzen. Und im besten Fall nass sein. Also Trockenfutter adieu, das wäre so Step 1, was du sagen müsstest. Du musst auf Nassfutter umsiedeln. Das ist das Beste für die Nieren in diesem Fall. Und dann musst du auf ein hochwertiges Nassfutter umsiedeln, in dem es kein Getreide gibt, einen ganz kleinen Anteil an pflanzlichen Substanzen nur. Ich sag mal so 5-10%. Und der größte Anteil, der sollte auf der Dose wirklich mit Muskelfleisch angegeben sein. Innereien kommen natürlich auch hinzu, denn die Innereien enthalten ganz viele Stoffe, die deine Katze auch braucht. Herz zum Beispiel ist immer so an zweiter Stelle angegeben oder sogar an erster teilweise. Ein bisschen Leber darf drin sein. Aber worauf man natürlich auch verzichten sollte, sind zum Beispiel Knochenmehle, weil die wirklich unglaublich phosphatreich sind. Also da musst du aufpassen. Das wird aber meistens auf den Dosen nicht deklariert. Da steht dann in der Regel drauf, wie viel Kalzium enthalten ist. Oft ist das auch ein Kalziumsupplement, was völlig unkritisch ist. Noch besser wäre es natürlich, wenn du deine nierenkranke Katze barfen würdest. Da kann man noch eher auf diesen Kalzium-Phosphor-Anteil eingehen, auf das Verhältnis zueinander und spezielle Nierenrezepte für deine Katze zusammenstellen. Und wenn deine Katze roh überhaupt nicht mag, könnte man auch kochen, also einen Kochplan für die nierenkranke Katze zusammenstellen. Aber es ist der völlige Irrglaube, dass eine nierenkranke Katze kein Fleisch mehr essen darf oder keine Innereien mehr essen darf, weil das die Nieren schädigt. Es ist eher in Anführungszeichen etwas anders, dass das Getreide, also wenn ich wirklich meine Katze auf dieses Nieren-Diätfutter umstelle, eher dieser ganze pflanzliche Anteil, der da drin enthalten ist, die Nieren weiter schädigen wird und meiner Katze überhaupt nicht gut tut, denn sie kann damit überhaupt nichts anfangen. Katzen sind Fleischfresser, die brauchen Mäuse, in Anführungszeichen. Und dann überleg dir doch einfach mal, wie ist so eine Maus zusammengesetzt? Die wird ein paar Körnchen irgendwo haben, ja, die hat sie geknabbert. Also das heißt, auch eine Maus hat im Magen, im Darm einen gewissen Anteil an pflanzlichen Inhaltsstoffen. Aber ansonsten ist die Maus ringsherum tierisch. Und das wird deine Katze oder würde sie normalerweise, wenn sie nicht so verwöhnt wäre, auch fressen. Genauso wie Vögel. Und von dem her, wenn wir uns das einfach mal vor Augen führen, wie sich die Katze normalerweise als Wildtier ernähren würde, dann weiß man auch in Anführungszeichen, wie der Hase hoppelt, was die Katze im Napf finden sollte. Und dann kannst du es auch durchaus schaffen, die Nieren langfristig in einem Stadium zu behalten,
dass sie einfach weiter arbeiten. Du hast dann zwar eine Katze mit einer Diagnose CNI, aber das muss nicht zwingend heißen, dass sich diese Werte verschlechtern. Denn sobald du wirklich hochwertig fütterst und vielleicht auch noch das ein oder andere extra machst, die Nieren unterstützt, vielleicht mit einem alternativen Präparat, wirst du es vermutlich gut schaffen, dass die Lebensqualität deiner Katze, ne, also das ganze Verhalten, das Gefühl deiner Katze, wie es ihr geht, stabil bleibt. Und dafür drücke ich dir wirklich die Daumen. Prüf also mal, wenn du Nierenpatienten zu Hause hast, was da eigentlich so im Futter drin ist. Und denk einfach mal dran, auf hochwertiges Futter vielleicht umzustellen. Viel Erfolg und einen wunderschönen Tag für dich und deine Tiere. Espresso wurde dir präsentiert von Tierisches Wissen.